positiv aus. Mal gibt es ein kleines Wölkchen und es könnte mal runtertröpfeln, aber im Großen und Ganzen kein Regen. Dreher und Unfall hier von Michael Schumacher mit Anschlag. Hui, da hat er Glück gehabt, da kam er zurückgerutscht und ich denke, da hat sogar sein Bruder hervorragend reagiert, so ist es. Michael hat da leicht angeschlagen, gibt gleich die Zeitlupe, werden wir Ihnen alles analysieren können. Also da gab es gleich eine Schrecksekunde und das ist natürlich ein ganz bitterer Zeitverlust. Marc hat das Kopfgeschirr sofort aufgesetzt, schauen wir mal, ob wir eine Zeitlupe bekommen können. Hier, Marc, kommt's. Ja, ist beim Herausbeschleunigen in der Ostkurve, oh, ist er rausgerutscht. Kalte Reifen, ein dummer Fehler, sorry, das sollte eigentlich Michael Schumacher nicht passieren. Schau mal auf den Ralf, jetzt kommt er zurück. Und jetzt eine riesen Staubwolke und Ralf wollte rechts vorbei und das Auto schießt vor ihm über die Strecke. Weil logischerweise, wenn man die Staubwolke fährt, weiß man nicht genau, wo das Auto sich befindet. Aber zum Glück sind die Fahrer ja noch nicht auf dem letzten Drücker unterwegs gewesen. Also vermutlich kalte Reifen die Ursache hier von Michael Schumacher. Aber das wirft ihn natürlich jetzt um eine Dreiviertelstunde zurück. Ja, das Auto ist wohl ganz geblieben. Wir können die Wiederholung, können Sie im Boxengassenkanal natürlich jetzt beliebig oft anschauen. Aber da war der Michael noch nicht wach, schlicht und einfach.